Okay, hi Bronco hier mit dem Thema Steam Deck versus Nintendo Switch. Erstmal vorweg, ich persönlich finde beide Konsolen sehr gut. Also hier ist Nintendo Switch, hier ist das Steam Deck. Das hier ist noch die alte Variante von der Nintendo Switch. Es gibt ja jetzt auch zurzeit dieses OLED-Modell und ja, ich bin zufrieden mit meiner Nintendo Switch und mit dem Steam Deck bin ich auch sehr zufrieden. Also ich, wie gesagt, ich finde beide Konsolen sehr gut. Wir können uns die ja mal kurz mal angucken. Also das hier ist meine Nintendo Switch. Ich kann es ja mal kurz mal hier im Vergleich zum Steam Deck zeigen. Also was man halt klar sagen muss, ist, dass das Steam Deck, ja, das ist wesentlich größer. Ja, also wenn ich das hier so, also wenn ich die Switch hier so rauflege, sieht man halt, ne, also wesentlich, also ist breiter. Ich kann ja mal kurz mal hier drehen, das Ganze. Warte mal, es sieht dann so aus. Ja, der Bildschirm vom Steam Deck ist größer. Ja, also man kann hier sehen, das ist hier von der Nintendo Switch. Und das hier ist vom Steam Deck. Ja, also man sieht, ich denke, man sieht den Unterschied, ne, dass es halt vom Steam Deck größer ist. Ja, also ich will auch nicht sagen, dass irgendwie eine Konsole schlechter ist. Das will ich auch nicht sagen. Beide, denke ich, erfüllen ihren Zweck ganz gut. Das Gute ist halt beim Nintendo Switch, dass wenn du, ja, wie soll ich sagen, dass wenn du jetzt ein ganz normaler Gamer bist, so ein bloß nebenbei mal ein paar Games und sowas spielen willst, dann würde ich dir vielleicht doch eher zur Nintendo Switch raten. Besonders halt, wenn du Kinder hast. Also, ich glaube, es gibt ka kaum eine andere Konsole, die gut, ge also besser geeignet ist, als die Nintendo Switch für Kinder, sag ich mal. Weil, ja, keine Ahnung. Erstmal muss man sagen, ist die Nintendo Switch leichter. Ja, also guck mal, die kannst du hier so in einer Hand halten und die ist nicht großartig schwer und das könnten halt auch, boah, ich weiß nicht, kleine Kinder in der Hand halten und hier ist so bedienen. Man muss auch sagen, die Nintendo Switch zu bedienen ist wesentlich leichter, finde ich, weil du hast halt nicht so viele Optionen. Ja, beim Steam Deck, ich weiß nicht, du hast, also für Kinder ist schon ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil guck mal, die Nintendo Switch machst du an, dann kommst du hier in das Menü und ja, keine Ahnung, du hast hier, also du brauchst jetzt hier nicht großartig irgendwie was einstellen oder sowas. Hier oben machst du Spiele rein, also warte mal, hier kommen dann die kleinen Discs rein. Warte mal, ich kann noch mal einen rausnehmen. Was habe ich aktuell drin? Aktuell habe ich Super Mario Maker 2 drin. Genau, also hier kommen die Games rein. Steckst rein. Auch simpel zu bedienen. Hier oben hast du dann, da kannst du leise und lauter machen. Es ist eigentlich so, also ich finde, die Nintendo Switch ist so ein bisschen wie so ein Gameboy, wie so ein Nintendo DS. Ja, also das Gute ist auch, die Nintendo Switch, die kriegst du halt überall irgendwie unter. Ja, also guck mal, man sieht das, wie gesagt, hier an der Größe. Und die Nintendo Switch, die kannst du einfach leichter transportieren und die, wie gesagt, die passt einfach überall rein und die machst du an und dann kannst du einfach ein Spiel spielen, so. Wenn du dir jetzt ein Spiel runtergeladen hast oder ja, was weiß ich. Und man muss ja auch sagen, so, es gibt ja auch gute Nintendo-Spiele. Ich weiß nicht, Super Mario Maker, Zelda und ja, wenn du jetzt auch noch hier die, also online abonniert hast, den Nintendo eShop, dann kannst du hier auch noch Game Boy Advance spielen, Nintendo 64 und solche Sachen, Game Boy, Super Nintendo. Also eigentlich alles, was so das Herz begehrt. Dann gibt es noch den Nintendo eShop. Dort gibt es auch ganz viele Indie-Spiele, die man spielen kann. Ja, und das macht einfach Spaß. Also so auf der Nintendo Switch zu spielen, macht einfach Spaß so. Du hast hier, also das war standardmäßig dabei, hast du solche hier Joy-Cons. Ja, also ich finde die eigentlich auch nicht schlecht. Es lässt sich gut steuern. Also die Control-Sticks lassen sich leicht bewegen. Sagen wir mal, wir klicken was an, können wir hier auf A klicken. B machen wir das Ganze wieder weg. Ja, es ist gut.
So, und wenn du jetzt wahrscheinlich noch die bessere Variante hast, also die OLED-Variante, da ist ja ein besseres Display drauf, ich glaube, dann bist du eigentlich als, in Anführungsstrichen, sag ich mal, normale Gamer gut ausgestattet. Vor allem, also ich halt, also ich spiele ja wirklich gerne Mobile Games und ich mag auch einfach so Konsolen auszuprobieren, die du halt so steuern kannst. Weißt du, also wo du hier, also wo du dich irgendwie hinsetzen kannst, aufs Sofa oder aufs Bett und wo du einfach mit den Control-Sticks hier so lang swipen kannst, sag ich mal, und dir dann einfach ein Spiel aussuchen kannst und dann spielen kannst. Weil ich bin eigentlich nicht so der große Fan von, naja, also jetzt so Computer, ne, also dass du da starr vom Computer sitzt oder wenn du jetzt, sagen wir mal, also ein Fernsehen bei dir zu Hause hast und da schließt du eine Konsole an, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Also es macht mir irgendwie keinen Spaß mehr so richtig. Deswegen mag ich halt gerne Smartphones und Handhelds eigentlich. Ja, und deswegen hatte ich mir halt damals auch die Nintendo Switch geholt. Erstmal, weil ich halt Nintendo-Spiele spielen wollte. Ja, also ich finde die halt immer noch gut. Also Mario und so kann man immer mal reinlegen. So ein Zelda-Spiel kann man immer mal reinwerfen. Ich weiß nicht, Pokémon, also es kommt halt drauf an, was ihr gerne mögt. Also es gibt schon gute IPs so von Nintendo, die man auf jeden Fall spielen kann. Und wenn man halt Bock hat, man kann den Nintendo Switch halt auch an den Fernseher anschließen. Also man kriegt standardmäßig beim Nintendo Switch so eine Dockingstation damit zu, so eine schwarze, und kannst das reinlegen und dann kannst du halt mit einem Controller spielen oder sowas. Also wenn du es nicht magst, hier mit diesen, sag ich mal, Joy-Con zu spielen. Also jetzt hier, ne, also so mobil zu spielen, sag ich mal. Weil man könnte auch die Joy-Cons benutzen und dann halt am Fernsehen so mitspielen. Was gibt es noch zu sagen? Also der Akku von der Nintendo Switch hält Länge. Also bin ich der Meinung, ich glaube, ich habe das auch irgendwie im Internet gelesen, dass der Akku auf jeden Fall länger hält. Weil, ja, das weil ich, weiß ich nicht, woran das liegt. Also ich denke mal, ne, die Konsole ist nicht ganz so groß, Bildschirm ist nicht ganz so groß, muss nicht ganz so viel Energie aufgewendet werden. Es könnte auch sein, vielleicht, dass die Spiele jetzt nicht ganz so anspruchsvoll sind. Und ja, deswegen hält der Akku halt länger so. Also ich denke, die Nintendo Switch ist eine gute Konsole für Kinder, auch für Erwachsene, eigentlich für die ganze Familie, ne? Also das ist ja auch so, das Ziel so von Nintendo, also die Konsole halt so familienfreundlich zu machen. Also dass jeder eigentlich aus der Familie das spielen kann. Weil sogar meine Oma. Ja, also die spielt auch ab und zu Videospiele und die hat bloß eigentlich eine Konsole und das war immer irgendwie was von Nintendo. Und aktuell hat sie auch eine Nintendo Switch und ja, die spielte halt auch mit gerne, sag ich mal. Also groß oder klein, denke ich, kann damit spielen, weil man muss halt auch mal sehen, die bekanntesten Maskottchen so, die es gibt in der Videospielgeschichte, die sind eigentlich von Nintendo. Ja, also wenn man mal überlegt, so Super Mario, Pokémon und solche Sachen, hier Link von Zelda, das sind eigentlich so mit die größten, die es halt so in der Videospielgeschichte gibt und die gibt es ja auch schon ewig, also die gibt es schon, da war ich noch nicht mal geboren. Ja, und ich glaube, das Nintendo wird auch weiterhin sehr erfolgreich sein. Ich glaube, Nintendo Switch ist auch so mit die Konsole, die wirklich schon so Legendenstatus bekommen hat, weil ich weiß nicht, die Verkaufszahlen sind ja komplett durch die Decke gegangen. Sind die nicht irgendwie sogar schon auf dem Level mit der PlayStation 4 oder sowas? Also die sind also fast schon, glaube ich, auf jeden Fall an der Spitze. Und ja, es würde natürlich auch noch die Möglichkeit geben, also man kann eine Nintendo Switch auch noch cracken, so dass man hier Emulatoren und sowas draufspielen könnte. Dann müsste man halt gucken, was man hier unten für eine Seriennummer hat. Leider ist meine nicht crackbar. Es gibt aber auch, naja, Internetseiten, wo man dann zum Beispiel auch eine OLED oder sowas bekommen könnte, die crackbar sind und das Ganze kann man dann halt, ja, dann kann man sich Emulatoren und sowas als raufziehen. Also wer da halt Interesse hat, mir reicht das eigentlich so. Also wenn ich hier so ein bisschen Nintendo-Spiele und sowas draufspiele, ein bisschen den Online-Shop und sowas benutze, das reicht mir eigentlich vollkommen. Okay, das wäre erstmal das so, was ich sagen würde zur Nintendo Switch. Ist eine gute Konsole, Joy-Cons gefallen mir. Kannst das Ganze auch noch hier ausklappen, also hast du ja auch noch so einen Stand. Kannst das Ganze hinstellen. Also wenn du jetzt irgendwie
ich weiß nicht, irgendwie was drauf guckst oder sowas oder so. Ja, also es gibt schon Möglichkeiten hier, die Switch irgendwie, sag ich mal, zu verwenden. Kommen wir mal zum Steam Deck. Das ist ja so aktuell das Ding, ja, womit ich mich ein bisschen beschäftige. Das Steam Deck ist jetzt schon seit ein Jahr und ein paar Tagen draußen. Man muss sagen, das Steam Deck ist ziemlich groß. Ja, also guck mal, das ist ziemlich breit. Ich finde, es lässt sich sehr gut steuern. Also guck mal, ich habe ja ganz schön breite Hände und so, ne? Also breite Finger und sowas. Ne? Also und aber es gibt ja noch Leute, die haben noch mal dickere Finger und größere Hände. Ich denke, für die ist das Steam Deck schon besser, weil also erstmal finde ich hier diese Control Sticks finde ich besser persönlich. Also von der Nintendo Switch. Ja, also lässt sich auch gut steuern, gar keine Frage. Aber es macht wirklich Spaß mit diesen Control Sticks. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber also die drehen sich unglaublich gut so. Ja, also guck mal, keine Ahnung so. Ich finde, das macht sich sehr gut. Dann hast du hier noch, also die Knöpfe sind größer. Ja, und ich weiß nicht so, es kommt halt drauf an, ne, was du lieber magst. Magst du einen großen Bildschirm, dann ist das Gerät aber, ja, also man kann das auch in den Rucksack packen und sowas, aber nimmt halt mehr Platz weg, ne. Ich kann da mal kurz mal zeigen, wie das Steam Deck so insgesamt aussieht. Also hier hat man dann auch nochmal einen leise lauter Knopf, An- und Ausknopf und sowas alles. So sieht die Rückseite aus. Ja. Ja, was kann man zum Steam Deck sagen? Also, die Grafik ist wirklich gut. Also, ich habe damit schon, warte mal, was habe ich letztens gespielt gehabt? Das hier, guck mal, Spielzeit schon 5 Stunden, also Resident Evil 2 Remake. Das Coole ist halt, dass du mit dem Steam Deck auf die Steam-Bibliothek zugreifen kannst und deine Steam-Spiele spielen kannst. Also das sind hier so meine Spiele, die ich so ein bisschen ausprobiert hatte. Tekken 7 gespielt hier und sowas alles. GTA 4. Also es gibt schon, man muss sagen, so die Spielauswahl ist auf dem Steam Deck größer. Ja, also guck mal, du musst halt sehen. Also es gibt den eShop von Nintendo, gar keine Frage. Aber der kann halt nicht mithalten mit der Steam-Bibliothek, ne, weil es ist einfach größer. Also du findest da halt alles. Also, keine Ahnung, Indie-Spiele, AAA-Spiele und ach, keine Ahnung, auf Steam findest du halt alles. Ich würde auch sagen, das Steam Deck ist komplizierter aufgebaut. Also es ist wie so ein kleiner Laptop. Ja, also guck mal, du hast zum Beispiel hier diesen Modus, ich kann es ja mal kurz mal zeigen, du kannst hier von in den Desktop, also guck mal, man sieht das ja alleine hier schon, ne, wenn du hier auf dieses Menü klickst, du hast wesentlich mehr Einstellungen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ein Steam Deck die richtige Konsole ist für kleine Kinder. Ich denke, vielleicht eher mehr Jugendliche und Erwachsene. Ja, also wenn ich jetzt schon Kinder oder sowas hätte, ne? Ich glaube, ein Steam Deck würde ich mein Kind jetzt nicht unbedingt kaufen, sondern lieber dann irgendwie Nintendo Switch und dann irgendwie mit Mario oder sowas. Weil, guck mal, ich kann dir mal kurz mal zeigen, man kann dann hier zum Desktop wechseln und sowas. Und dann, du hast ja hier auch das Betriebssystem Linux drauf. Und guck mal, dann hast du hier, also wie so ein Computer, sag ich mal, ne? Du hast hier Firefox drauf und ach, keine Ahnung, du kannst hier so viele Einstellungen treffen und sowas alles. Also so vom Umfang her ist das Steam Deck schon größer. Und ich denke mal auch so für Leute, die sich so ein bisschen mit Technik auseinandersetzen wollen, die so ein bisschen was ausprobieren möchten, für die ist, glaube ich, das Steam Deck besser. Und ja, auch für Leute, die vielleicht schon älter sind, ist, denke ich, das Steam Deck auch besser. Also jetzt vielleicht auch gerade so Männer und sowas, weil, seien wir mal ehrlich, auf der Nintendo Switch, da kannst du halt nicht solche Ego-Shooter spielen oder solche Action-Spiele. Also gibt es natürlich auch schon auf der Nintendo Switch, aber ist halt grafisch nicht ganz so gut und muss man einfach sagen.
Ja, keine Ahnung, man, du hast hier, wie gesagt, viele Einstellungen und es ist wie so ein kleiner Laptop, den du einfach mitnimmst. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also du kannst auch das Switch, also ich habe ja so eine Dockingstation für das Steam Deck. Da kannst du das Steam Deck reinlegen, und das Ganze kannst du dann mit dem Monitor verbinden. Und da kannst du dann auch, ich weiß nicht, einen PlayStation 5 Controller anbauen, einen Xbox Controller. Ich glaube, du kannst sogar einen Nintendo Switch Controller anbauen. Habe ich, glaube ich, auch schon versucht. Ja, also es geht, glaube ich, auch. Ja, also dann kommt die Sache noch mit den Emulatoren. Es ist wesentlich einfacher auf dem Steam Deck Emulatoren zu installieren als wie auf der Nintendo Switch. Ich denke, das ist auch mit so einer der Gründe, warum viele sich halt auch für das Steam Deck entschieden haben. Das ist nicht mal unbedingt so, dass die, also viele wollten bestimmt was Neues ausprobieren, aber es war jetzt nicht unbedingt, dass die Steam-Bibliothek haben wollten, sondern die wollten halt eine gute Konsole haben, womit sie Emulatoren spielen können. Und ja, mit dem Steam Deck kannst du halt alles machen, ne? Also ich empfehle natürlich, dass sich jeder Dings macht. Am besten. Achso, und naja, Touchscreen hast du ja auch noch, also kannst du ja auch also klicken und sowas alles. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also das war wahrscheinlich mit einer so der Verkaufsgründe auch so ein Geheime von Steam so. Die haben das jetzt zwar nicht explizit, sag ich mal, gesagt, so auf Steam, sondern das ist da halt, ja. Ja, ich weiß nicht so, ihr müsst bloß mal so auf Reddit oder sowas gucken. Also da gibt es halt ganz viele Beiträge, wo das Thema besprochen wird also mit Emulatoren und so auf dem Steam Deck. Und es macht einfach Spaß. Guck mal, also das war halt auch so einer der Gründe, warum ich das haben wollte, das Steam Deck so. Also wie gesagt, Leute, am besten, wenn ihr ein Steam Deck euch holt, stellt am besten bloß Sicherheitskopien von euren eigenen Games. Ja, keine Ahnung. Guck mal, das Coole ist halt, wenn du das Steam Deck mitnimmst und du bist beim Kumpel oder irgendwie bei der Familie oder sowas. Ich war zum Beispiel letztens beim Besuch bei Bekannten in Schweden und da war das so, keine Ahnung, da war es das dann abends. Und wenn du dann einfach das Steam Deck auspacken kannst und du kannst dann da PlayStation-Spiele drauf spielen, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 2-Spiele oder sowas. Ey, das bockt schon. Und guck mal, alleine, wenn du überlegst, wie viele PlayStation 1-Spiele es gibt oder PlayStation 2-Spiele. Also, da kannst du schon allein durch diese zwei Konsolen, glaube ich, naja, okay, also auf jeden Fall kommst du, glaube ich, vielleicht über 3000, 5000 oder 6000 Games oder sowas. Also PlayStation 2 Games gibt es ja unglaublich viele. PlayStation 1 Spiele auch. Und, ach, keine Ahnung, du kannst ja hier auch Nintendo und sowas alles drauf spielen. Also Game Boy Advance, Nintendo 64 und solche Sachen. Ja, das ist, glaube ich, eigentlich so mit der Hauptgrund, warum man so das Steam Deck nehmen sollte, wenn man halt ein bisschen mehr machen möchte. Es gibt genug Videos auf YouTube, also ich habe auch ein Video gemacht, wie man Emulatoren auf dem Steam Deck installieren kann. Und ach, keine Ahnung, wie viele Emulatoren gab es da? 20 verschiedene oder sowas. Kannst ja auch PSP-Spiele und sowas alles draufspielen. Und das ist halt das Coole. Guck mal, also ich beneide ja wirklich so Leute, die so einen Gaming-Raum haben, sich den schön so also zusammengestellt haben und ja, dann so ganz viele verschiedene Games da so haben, also mit so einen PlayStation-Schrank haben, dann so einen Nintendo 64-Schrank und sowas, alles schön aufgereiht und so. Das sieht alles cool aus. Bloß das Problem ist, ja, ich habe nicht so diese, also ich kann es leider nicht machen, weil ich weiß nicht, wie lange ich hier so wohne und sowas, weißt du so? Also ich habe halt noch kein Haus oder sowas oder irgendwie eine feste, also eine Wohnung habe ich schon so. Aber ja, guck mal, es kann jetzt sein, dass ich vielleicht nach 2 Jahren oder sowas einfach ausziehe und mir dann eine andere Wohnung suche und da habe ich keinen Bock, die ganzen Games da mitzuschleppen und dann die alle einsortieren und sowas alles. Und dafür, ich glaube, für solche Leute ist das Steam Deck halt mega. Hier kannst du, wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele drauf haben und ja, das ist halt so, denke ich, der Punkt, wieso
ja, der Ausschlaggebende, wie gesagt, warum ich mir das Steam Deck besorgt habe. Ja, okay, ich glaube, das war erstmal mein Video zum Thema Nintendo Switch versus Steam Deck. Wie gesagt, Nintendo, also wie gesagt, ich finde beide Konsolen sehr gut. Also ich spiele mit beiden Konsolen sehr gerne. Nintendo Switch, ja, wie gesagt, AAA-Sachen hier so von Nintendo oder die ganzen Sachen so von Nintendo kann man hier drauf gut spielen. Und ich finde es auch wichtig, dass man Nintendo weiterhin so unterstützt, ja, weil die bringen gute qualitative Spiele raus mit Mario und wie gesagt, was da alles dazugehört, Donkey Kong und solche Sachen. Ja, und ich hoffe, dass es Nintendo noch ewig gibt, weil hoffen wir einfach mal, bis ich irgendwann alt bin. Ja, wäre schön, wenn Nintendo noch da ist. Ja, und wie gesagt, wer eine kleine, leichte, einfache zu bedienende Konsole möchte, der ist, denke ich, mit der Nintendo Switch einfach besser beraten. Ja, also das Ding ist halt, lässt sich unglaublich einfach bedienen. Es ist, wie gesagt, für kleine Kinder sehr gut. Ja, also den gibst du irgendwie das in der Hand und dann kann er so ein bisschen Mario dudeln oder was gibt's noch? Animal Crossing hat sich auch unglaublich brutal verkauft. Kann man dann seiner kleinen Tochter oder sowas geben? Ja, nimmt nicht viel Platz weg, das Ding hier. Man könnte auch noch die Joy-Cons hier, warte mal, man kann die auch noch abbauen, an die Händen muss er, genau. Komm, man kann das Ganze noch abbauen und dann packst du das Ganze in eine Schutzhülle und dann halt kannst du es irgendwie noch weiter verstauen. Das kannst du mit einem Steam Deck nicht, also da kannst du nicht die Seiten abmachen so und ja, bei einer Nintendo Switch hast du eigentlich bloß diesen kleinen Bildschirm und ja, der reicht vollkommen, finde ich. Also ich weiß nicht so, manchmal auch so, wenn ich dann im Auto sitze und dann irgendwo warten muss oder sowas, dann kannst du eine Nintendo Switch einfach rausholen und ein bisschen spielen und sowas. Ja, aber wer, wie gesagt, ein bisschen, ja, sich einfach austoben möchte und so, da denke ich halt, der ist mit dem Steam Deck besser beraten. Also es ist komplizierter. Wie gesagt, du hast hier wesentlich, also es ist jetzt auch nicht schwer zu bedienen, aber du hast halt wesentlich mehr Auswahl, Medien und so. Du kannst hier, was weiß ich, so Bilder und so, Freunde und sowas alles drauf haben und kannst ins Internet und ja, keine Ahnung, du hast, also viele Sachen kannst du mit der Nintendo Switch auch, aber kannst einfach mehr Sachen machen mit dem Steam Deck so. Ja, das denke ich, so sind die beiden Punkte. Also wie gesagt, ich sag jetzt nicht, dass irgendwie was besser oder was schlechter ist. Ich bin froh, dass ich beide habe. Und ich glaube, das kommt halt vielleicht auch auf den eigenen Geschmack an, ne? Manche sagen sich auch, wie gesagt, dass die haben vielleicht auch gar nicht so viel Zeit und sowas, ne? Dann greifen die halt lieber zu Nintendo Switch, spielen ein bisschen Nintendo 64 Klassiker hier im eShop. Ich kann noch mal kurz mal zeigen. Es gibt jetzt nicht ganz so viele, also Nintendo 64 Spiele, aber wir können noch mal kurz mal reingucken. Und ich denke halt auch, das sind so die Spiele, die reichen für die normalen Gamer schon auch so. Also ich spiele halt wirklich viel. Und ja, pass mal auf hier, Nintendo 64, so. Und guck mal, aktuell haben wir, es sind eigentlich schon so die Spiele, die reichen vollkommen so, denke ich mal, für einen normalen Spieler so. Guck mal, zum Beispiel hier GoldenEye, gutes Spiel hier, Pokémon hat man da drauf, Mario Party, Mario Party, hier Wave Race, dann hier nochmal irgendwie ein Pokémon, Kirby und solche Sachen hast du drauf, Mario Golf. Paper Mario, Banjo-Kazooie, Zelda, guck mal hier, beide Teile sogar hier drauf. Zelda, hier Ocarina of Time, dann Majora's Mask. Mario Tennis und solche Sachen, dann Mario Kart, Super Mario 64. Also eigentlich guck mal, das sind schon genug Spiele so. Eigentlich, wie gesagt, für einen normalen Spiel oder für ein kleines Kind, das freut sich halt. Weißt du so, also für das ist es halt vollkommen ausreichend. Also wenn ich ein kleines Kind hätte, wie gesagt, ne, ich will ja auch gar nicht, dass der irgendwie sowas spielt, was ja mit Blut und da fliegt noch irgendwie ein Körperteil durch die Gegend oder sowas.
Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass ein kleines Kind oder sowas das spielt. Dann ist das hier lieber besser, wenn es ein bisschen Kirby spielt oder ein bisschen Mario oder solche Sachen. Ich kann nur mal kurz mal zeigen, denn, also guck mal, und dann hast du hier noch im Online-Shop gibt es denn hier noch Super Nintendo? Warte mal, ich gehe mal kurz rein. So, gehen wir mal hier kurz nochmal rein. Guck mal, ist sogar was Neues gekommen hier. Dann können wir kurz gucken. Harvest Moon. Guck mal, und alleine auch so Super Nintendo-Spiele gibt es auch schon gute Sachen. Hier mit Kirby hast du hier. Dann gibt es hier noch Super Mario und solche Sachen. Super Mario Kart. Hier Donkey Kong-Spiele sind super. Auch nochmal hier irgendwie Donkey Kong und solche Sachen. Also, ja, es gibt schon genug Games irgendwie so für Leute und so für Kinder und so, sag ich mal. Ne? Also hier auch mit Super Mario, kommt zum Beispiel Yoshis, hier Super Mario World 2 und sowas alles. Dann hier Zelda Link to the Past. Ja, also das ist schon ziemlich gut so. Ja, und dann, ich kann nur kurz mal beim Steam Deck zeigen. Also beim Steam Deck hättest du dann halt sowas. Also ich habe jetzt nicht ganz so viele Spiele, muss ich sagen. Also kannst du ja halt auf Bibliothek gehen. Und ich habe jetzt nicht ganz so viele Spiele drauf auf mein Steam Deck. Ich kann nur mal kurz mal gucken. Also insgesamt 137. Also sind schon ein paar. Und man sieht das halt auch schon an der Spieleauswahl. Hier sind halt so Spiele drauf, die so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, für Ältere sind so. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Kind unbedingt. Warte mal, was gibt's? Also Resident Evil oder solche Sachen spielt oder sowas, ne? Also ein bisschen GTA und sowas hier mit drauf und was gibt's denn noch? Also Resident Evil und so ist hier mit drauf. Ja, also wie gesagt, ich denke, also beide Konsolen treffen irgendwie so ihre Zielgruppe. Also ich glaube halt, Nintendo ist halt für jüngere Leute und Steam Deck ist halt mehr für ältere Leute. Ja, okay, das war einfach mal mein kleines Video zum Thema Nintendo Switch versus Steam Deck. Wie gesagt, ich denke, beide Konsolen sind sehr gut. Lässt sich mit beiden sehr gut spielen. Und ja, ich hoffe, das Video konnte einigen helfen. Und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video schon wieder.